Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher. Wir sind gerade noch bei Jethro im Kerker und haben eine Quest abgegeben. Welche war denn das? Ich habe die Zellen der Salamandra-Verschwörung in Visima zerschlagen. Es stellte sich heraus, dass sie sehr großen Einfluss hatten. Jetzt muss ich noch ihren Anführer finden und diese Angelegenheit zu Ende bringen. Es ist also noch immer nicht zu Ende. Möglicherweise ist Azar im Besitz der gestohlenen Geheimnisse. Bis ich seine Spur wiedergefunden habe, sollte ich mich mit anderen Aufgaben befassen. Dann geht es hier weiter mit Schloss und Schlüssel. Ich habe beide Dokumente. Ich denke, es ist Zeit, zu Leuwarden zurückzukehren. Händlervierteltor. Da wird es wohl wieder zum Neunacher Court gehen. Wo der Leuwarden immer noch bei diesen endlos langen feudalen Fest ist. Warte. Na los! Oh, was haben wir hier? Gucke ich mir mal kurz an. Juwelier Schuttenbach. Jeder Ring ist einzigartig. Waffenschmied. Diese Woche im Angebot. Beim Kauf eines Rundschildes gibt es einen Topf gratis dazu. Das habe ich schon mal gelesen, glaube ich. Aber das erinnert mich gerade daran, dass ich eigentlich mal längst beim Waffenschmied mein Schwert aufbessern lassen wollte. Und wir brauchten zwar einen Edelstein dafür, aber ich... Vielleicht reicht ja mein Saar. Niemand soll sagen, ich gebe mich mit Hexern ab. Vielleicht muss es ja nichts Bestimmtes sein. So, hier ist nicht mehr so viel los. Triss. Hast du irgendwas Neues zu berichten? Hexer. Nein, nicht wirklich. Wir sehen uns später. Leuwarden, altes Haus. Ja? Ich habe die Dokumente, die ihr sucht. Sehr schön. Bringt sie unseren Codeknackern. Kommt morgen wieder her. Wir besprechen dann unser weiteres Vorgehen. Morgen? Na toll. Wir können die Federn an den Schreiber abgeben. Wir können zum Schmied. Aber ich glaube, das geht beides nur tagsüber. Also meditieren wir einfach mal wieder. Ein berühmter Ungeheuertöter beehrt mein bescheidenes Gasthaus. Seid gegrüßt. Kann ich euch helfen? Ich brauche Ruhe. Habt ihr ein Zimmer? Ja, 5 Orens. Bleibt stehen! So. Achso, mal kurz schauen. Nein. Obwohl, das habe ich gerade erst gemacht, oder? Ich weiß es schon wieder nicht.
Wie viele Schwalben habe ich denn? Zwei. Ja, okay. Wir meditieren einfach bis Morgengrauen. Bis zum Morgengrauen. Kennt das jemand? Ich habe es mir ja angetan. Aber für mich ist es nichts. Moment. Ich poliere euch die Fresse! Okay, um das Schwert aufzubauen, brauchen wir ja diese Runen. Eure Mutter lutscht. Die haben wir hier beim Schankwirt verwahrt. Willkommen in meiner bescheidenen Hütte. Seid gegrüßt. Kann ich euch helfen? Das hier nehmen. Oh. Toll. So, das war auch das zum Aufbauen, oder? Ja. Und das? Ah ja, das kann man einfach so drauf machen. Ja, nee. Lass mal so. Oh ja, ich kann den Hundevertrag abschließen. Geil. Ja. Das können wir auch jetzt mal alles machen. Also Hundevertrag ist beim Friedhof. Der Schreiber ist hier irgendwo ganz hinten. Und der Schmied... Gehen wir erstmal zum Schmied. Der ist, glaube ich, am nächsten. Und da habe ich ihn schon gefunden. Tragt ihr diese Schwerter nur? Bitte lass den Saphir ausreichen. Halt, wo laufe ich denn hin? Wo laufe ich denn nur hin? Was ist denn das hier? Ist nicht zu fassen. Seid gegrüßt. Zu meinen Spezialgebieten zählt mehr als das gewöhnliche Schmiedehandwerk. Ihr seid ein Schwertschmied. Ihr kennt euch aus. Kann ich behilflich sein? Würdet ihr einen Blick auf mein Schwert werfen? Ich würde es gerne aufwerten lassen. Ehe ich das Schwert begutachte, müsst ihr mir einen Edelstein bringen. Ja, ich hoffe, das ist genug für dich. Mal sehen, was ich tun kann. Cool. Meteoritenschwert. Warte mal. Ich habe das noch nie gemacht, deswegen muss ich hier gerade selber gucken. Ein Schwert geschmiedet aus 3 roten Teilen Meteoritenstahl. Es dient dem Kampf gegen Menschen und wirksam gegen die meisten Ungeheuer. Ja, aber ich hab doch die Meteoritensteine noch. Wie läuft das? Ich würde dir das ja geben. Der Einsatz von mehr als einem Teil der gleichen Rolle. Ich will die ja nicht verkaufen. Oh Mann. Hätte ich vielleicht vorher lesen müssen, wie man das macht. Kaufen will ich das nicht wirklich. Oder? Ich habe Angst, mein Hexerstahlschwert abzugeben. Ich meine, es ist ein Hexerstahlschwert. Geht das? Ich habe keine Ahnung, ob ich es wirklich kaufen will. Und jetzt habe ich es da. Okay. Aha.
Ja, aber... Ah, okay, er hat also doch die Meteoritensteine genommen. Ich habe mich schon gewundert, was das jetzt wollte. Okay. Sorry, dass ich so verpeilt bin immer. Zum Schreiber. Ein Hexer, wie in alten Zeiten. Wir haben es gleich. Wir müssen das mal eben kurz hier abklappern. Und dann gehen wir auch wieder Leuwagen besuchen. Halt. So. Da ist er. Ja? Ich bin wegen der Anzeige hier. Habt ihr 5 Gorgofedern? Jo. Gewiss. Danke, jetzt unterschreibt die Quittung. Der nächste. Wieder Geld reingeholt, oder? Ja. Ich glaube, wir sind inzwischen ganz schön reich. Ja, knapp 3000 Orens. Und dann machen wir noch das hier. Finally. Das kann man nämlich, glaube ich, nur noch hier in diesem Kapitel abgeben. Danach wird es nichts mehr. Und da konnten wir den Vertrag abschließen, ohne die armen Hundis zu töten. Juhu. Es heißt, der letzte Anderling hätte das Viertel verlassen. Da kann ich gleich leichter atmen. Na, da kann ich gleich leichter atmen. Diese blöden Anderlinge. Nicht meine Worte. Wo ist eigentlich Vincent? Da. Hey, wie geht's? Seid gegrüßt. Gibt es neue Ungeheuer zu erlegen? Darum kümmere ich mich nicht mehr. Redet mit dem königlichen Jägersmann. Ihr findet ihn auf einem Hügel unweit des Neunarakort im Händlerviertel. Lebt wohl. Ja, okay. Da muss ich ja noch mal gucken, ob der immer noch diesen Kopf der Kikimore... Nee, nicht Kikimore. Was rede ich? Moment. Nee, nicht hier, oder? War das hier? Können wir doch gar nicht durch. Den Kopf von dieser Archespor. Man den immer noch abgeben kann oder ob ich das jetzt versaubeutelt habe. Hier auch nicht. Mann! Oh Mann! Den kann man gar nicht umhauen. Da oben standst du ja noch nie. Ist das deine Tochter oder was? Was braucht ihr? Ich bin wegen der Anzeige hier. Ja? Ich habe 6 Töpfe Hundefett. Ich benutze das Fett für meine Särge. Hier ist euer Lohn. Ja. Lebt wohl.
Ach, wir sind sowas von reich. Ich weiß gar nicht, wofür ich das ausgeben soll. Ah ja, Bücher. Warum bin ich jetzt auf den Friedhof gegangen? Kann mir das einer erklären? Aber was will ich hier eigentlich? Ich wollte hiermit weitermachen. Ich sollte später zurückkommen, um Leuwarden zu treffen. Er analysiert die Dokumente, die aus dem Stützpunkt der Salamandra stammen. Ich hoffe, später ist jetzt. Naja, wenn er schon mal da ist, kann man mal töten. Habt ihr zufällig Rebis dabei? Naja, nicht so wirklich, du vielleicht? Ja! Da lang? Nach, Geralt. Geralt kann wieder keine Abkürzungen laufen. Ach, da gehe ich einfach hier durch, wenn ich schon mal hier bin. Und dann hier durch. Upsi. So. Ja? Was habt ihr aus diesen Dokumenten erfahren? Das Versteck der letzten Salamanderzelle im Händlerviertel von Vizima. Ich eile umgehend dorthin. So einfach ist das nicht. Sie liegt jenseits der überwachten Zone. Der Zutritt ist verboten. Wie lautet jetzt der Plan? Ein Offizier der Stadtwache ist unser Informant. Er tut in den Straßen von Vizima Dienst. Wie erkenne ich ihn? Er reagiert auf ein Passwort. Sprecht die Worte, die Lilie muss noch von Flammen umhüllt werden. Dieser Spionagequatsch geht mir auf den Senkel. Er antwortet dann, drei Lilien ergeben eine. Er wird euch zu dem Versteck führen. Was ist das denn? Es stand doch das letzte Mal in irgendeinem Quest-Update von wegen... wir haben alle Zellen, Salamandra-Zellen, in Vizima erledigt. Und jetzt gibt es noch das endgültige, letzte Versteck im Händlerviertel. Ja klar. Ich soll einen temerischen Offizier treffen, der durch Vizima patrouilliert. Er wird mir das Versteck der Salamandra verraten. Schon wieder ein Versteck.
Ich habe ein Passwort bekommen. Er wird mit dem seinigen antworten. Das ist mir alles ein bisschen zu geheim und verstohlen. Aber Leuwagen scheint das für notwendig zu halten. Was? Ich will doch verfolgen. Hier, Offizier der Stadtwache ist das. Da gehen wir mal schnell noch hin. Im Rathaus beschwert? Seid ihr verrückt? Diesem Raufbolden gehört das Rathaus. Am besten. Seid ihr krank? Dieser hier? Ja? Oh, wie der guckt. Voll unheimlich. Die Lilie muss noch von Flammen umhüllt werden. Was? Ihr wollt Blumen? Von mir? Ich meine, geht jemand anderem auf die Nerven. Ich muss Leuwagens Geheimagenten unter den Offizieren finden. Ihr seid nur normale Wachmänner, ne? Oh. Okay. Ich bin jetzt anscheinend auf mich allein gestellt. Na dann. Was führt euch hierher? Suchen wir mal Wachoffiziere. Ja? Die Lilie muss noch von Flammen umhüllt werden. Was? Ist das ein Passwort? Was? Wartet. Ihr wollt mich auf die Probe stellen. Hey, Jungs! Ich glaube, wir haben hier einen Störenfried. Nein. Ich habe einen Fehler gemacht. Gebt auf. Ich sollte mich hier mit einem Freund treffen. Ich sollte euch ins Verlies werfen. Ihr habt Glück, dass mir Prinzessin Ada in Kürze einen Orden verleiht. Einen Orden? Dafür, dass ich gegen die Elfenterroristen kämpfe. Gibt es keine größeren Probleme? Was ist mit der Pest? Den Ungeheuern? Haltet ihr mich für einen Tölpel? Ein Terrorist bringt doppelt so viel Gold wie eine Kikimore. Und ist leichter zu fangen. Fangen? Man muss einen anderlingen Kollaborateur lediglich identifizieren. Oh, toll für dich. Ihr seid ja ein ganz gefährlicher mit diesen Waffen auf dem Rücken. Da ist noch einer, oder? Nee, Ritter der Wache. Nein, ich glaube, es muss ein Wachoffizier sein. Endlich sorgt sich jemand um unsere Sicherheit. Gepanzerter Wachmann? Den nehmen wir. Ja? Die Lilie muss noch von Flammen umhüllt werden. Was? Oh, Entschuldigung. War nur ein Scherz. Drei Lilien ergeben eine. Na, ihr endlich. Hättet euch ein einfacheres Passwort ausdenken sollen. Nun denn, hier ist der Plan. Schlag Mitternacht trifft meine Einheit in den Kloaken ein. Kommt ihr nicht mit mir? Wir geben euch Rückendeckung. Aber höchstens 2 Stunden lang. Wir treffen uns dort. Männer! Achtung! Vorwärts, Marsch! Und mit dieser Quest machen wir in der nächsten Folge weiter. Tschüss!